Das ist jetzt ungeschickt. So, ich werfe Bälle, du gehst Annahmeposition. Die Idee ist, Hand raus spielen, Hände raus, außen schließen, spielen zusammen. Wir probieren. Hier, links erster Ball, zack. Links zweiter Ball, außen schließen, genau. Rechts und rechts mit beiden. So, das als kleine, damit die Spieler lernen, nicht sowas zu machen und auch gleich lernen, mit dem Arm immer schnell zu sein. Zu zweit, immer zwei Bälle rechts, zwei Bälle links. Macht das zwei Durchgänge und dann wirft der oder die andere. Nehmt die Beine, um zum Ball zu kommen. Ist der Ball kurz? Naja, dann muss ich halt einen Schritt ran machen. Ist der Ball lang? Dann muss ich halt einen Schritt weg machen. Aber bitte nicht sowas. Los, probieren. Abstand 2 bis 3 Meter. Gut, und denkt dran, ihr dürft immer einen kleinen Schritt machen zum Ausgleichen. So, warte, Hände zusammen, zur Seite. Ja, runter, Startposition. So, genau, Hände mal zusammen runter. So, jetzt versuchst du mal, als wäre hier in deinem Kopf oder hier in deinem Hals, wie so ein Drehgelenk, versuchst du so zu drehen und so, dass die Schultern immer so sind und dass der Ball nie vorbei kann. So kann er nicht vorbei. So springt er nach da hinten weg. Probieren. Bisschen ins Knie. Ja. Seitlich spielen. Dahinter, dahinter. Ja. Und denk dran, Schritte zu machen. So. Gut. Stopp. Ich brauche mal ganz kurz euren Ball. So. Wir bleiben zu zweit zusammen. Jetzt mit zwei Bällen. Müsst ihr doch wieder vormachen. Selber schuld. Hier kurz nach hinten. Abstand. 2 bis 3 Meter. Besser ist kürzer. Ich weiß, ihr wollt bei so Übungen immer gern 6 Meter Abstand, aber das macht die Sache unnötig schwer. So. Dein Job ist, zurückbaggern zu mir. Wird hektisch. Achtung. Hier. Tapp. 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 Oh, zu mir. Oh, ich habe mehr am Boden als du. So. Idee. Wir bleiben tief. Immer. Die Werfer gerne ein bisschen seitlich auch werfen. Also, dass wir nicht nur tack, tack, tack machen, sondern immer ein kleiner Schritt hier, ein kleiner Schritt da. Ziel ist immer, dem Werfer den Ball wirklich in die Hände zu werfen. Probieren, los. Ihr macht einfach wieder zu dritt nacheinander weg. Aber der Werfer muss ein bisschen konzentrieren. Gut, gut, gut. Vorsicht. Okay, warte kurz, warte kurz. So, du machst... Oh, tschüss. Du machst rechts, super. Dein rechts ist raus, spielst in Spielbrettrichtung. Links machst du immer wieder raus und machst so ein. Und wischst, schneidest den Ball so an, wie beim Tischtennis oder beim Tennis, wenn du so anschneidest. Versuch links auch nur gegen den Ball. Diese seitliche Bewegung gibt es nur im Notfall, falls du mal nicht hoch genug bist und oh, musst doch noch ran. Aber gibt es beim Spielen selber eigentlich nicht. Dadurch gehen die Bälle eher weg. Ja, wechsel nach 10, 15 Bällen. Ja.